Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Sinn des Lebens. Wir sprechen heute mit unserer Expertin für Bakterienheilkunde, Dr. Anne-Katharina Tschocke, über das Thema Darm und die Verbindung zur Seele. Wir haben auch schon auf medizinischer Ebene den ganzen Verdauungstrakt, Magen, die ganzen Prozesse beleuchtet, aber der Darm hat einen ganz besonderen Übergang in unseren inneren Körper, und den wird sie uns wunderbar beschreiben jetzt in dieser Sendung. Bleiben Sie dran. Hallo liebe Anne-Katharina, schön, dass du da bist. Mhm. Ich finde es so wunderschön, mit dir immer über diesen wirklich wissenschaftlichen Bereich, du als Ärztin, wo wirklich uns faktenmäßig auch von den ganzen Parametern und Studien vor allen Dingen berichtet. Aber ich finde es auch schön, wie du dieses ganze Thema in Einklang bringst mit unserem Leben. Ja, und gerade auch der Darm spielt da wohl eine ganz besondere Rolle. Ja, es geht ja letztendlich immer um Heilung. Weil wir alle sind ein Stück weit krank in dieser Welt, in der wir heute leben, und haben die Sehnsucht, uns ganz zu fühlen, uns in Einklang zu fühlen. Und der Darm ist ja in einer besonderen Weise ein Ort, der diese Begegnung mit der Welt spiegelt. Wenn man sich nochmal kurz vergegenwärtigt, wie Verdauung abläuft, dann haben wir den Mundraum, das ist die erste Anpassung, wo das zerkleinert wird, dann geht's an die Speiseröhre, am Herzen vorbei, in den Magen, dann sind die ersten Verdauungsprozesse, dann kommen Bauchspeicheldrüsensäfte, Gallensäfte, das ist alles zum Aufschließen dessen, was ich von draußen, vom Fremden, in mich hineingenommen habe. Und das ist ja ein Wagnis der Natur, dass ich etwas völlig Fremdes, das, was da als Radieschen in der Erde gewachsen ist, plötzlich in mich hineinnehme und dann etwas möglich wird, dass daraus Blut wird. Weil letztendlich jede Zelle meines Körpers und das ganze Blut, was durch mich durchfließt, ist ja auf der stofflichen Weise entstanden durch etwas, was mich ernährt. Mhm. Und wenn ich aufhöre zu essen, dann zerfällt irgendwann mein Körper, weil dieser Strom des Lebens, der Nahrungszufuhr, dann einfach fehlt. Es sei denn, ich kann mich von Licht ernähren, aber das sind jetzt mal die wenigsten. Das ist ja fortgeschritten. Ja, ne, das Licht ist ja das, was dann in den Biophotonen drin ist, was die Pflanze hat, weil sie am Sonnenlicht gewachsen ist. Mhm. Das spielt auch eine große Rolle. Aber wenn die Substanz fehlt, dann verhungere ich. Und wie ist dieser Übergang da im Darm eigentlich, dass das, was dann vorbereitet wurde, aufgeschlossen wurde in diesem Darm, der ja mehrere Meter lang wäre, wenn man ihn mal ausbreiten würde, und ganz dünn. Also der Darm wird immer so wie so ein Rohr dargestellt oder so gerne schematisch gezeichnet. Das ist missverständlich, weil er eigentlich eine Haut ist. Kennst du Siedewürstchen? Mhm. Die haben so eine Haut, die man so abziehen kann. Das ist die Dicke unserer Darmhaut. Ja, das finde ich auch immer so faszinierend, ja, dass sie so hauchdünn ist. Hauchdünn. Ja. Wir sind innerlich sehr viel dünnhäutiger als außen. Wir haben ja draußen hier ein verhorntes Plattenepithel, und da drin haben wir dieses einzige zelllagige kleine Zellgewebe, so eine Haut, die dann ermöglicht, dass was fremd war, in den Blutraum übergeht. Und das muss natürlich entsprechend vorbereitet sein, und dafür haben wir Zähne zum gründlichen Zerkleinern und Speichel zum einen und diese ganzen Dinge. Und an diesem Übergang zwischen dem verinnerlichten, vorbereiteten, vorverdauten, zerkleinerten Speisebrei in den Blutraum sitzt dann dieser Schleimfilm obendrauf, dieser Biofilm, der geordnete Biofilm mit dem Mikrobiom drin, der das also wie filtert. Und der dafür sorgt, dass da das Lebendige nochmal in bestimmter Weise, die wir im Einzelnen noch gar nicht durchschauen, das, was vorbereitet ist und seines Fremdseins schon weitgehend beraubt wurde, dadurch, dass das in mir verarbeitet wurde, dann, dass es dann in die Zellen übergehen kann, in diese Enterozyten, und dann ins Blut übergehen kann. Und an dieser Grenzfläche zwischen Speisebrei, also Darminhalt, und Blut, an dieser Grenzfläche spiegeln sich ganz viele Seelenprozesse. Und das ist eine der häufigsten Krankheiten oder Symptomatiken heutzutage, der sogenannte Leaky Gut oder Barrierestörung, wenn dieser Filter, dieser Übergang hier nicht mehr funktioniert und dadurch etwas, was fremd war, immer noch fremd bleibt
und dann hier Unverträglichkeiten ausgelöst werden im Immunsystem, was darunter liegt, und dieser Übergang nicht funktioniert. Okay, dazu habe ich jetzt eine Frage. Kann ich dann, hat dieser Darm auch was, wenn der wirklich durchlässig wird, was damit zu tun, dass ich meine Grenzen in meinem Leben nicht bewahre, dass sozusagen immer was die Grenze überschreitet, also dass ich auf der Ebene natürlich nochmal hinschaue? Ja, das ist auf jeden Fall ein richtiger Ansatz. Man muss aber sehr behutsam sein, weil wenn ich einem Menschen, der jetzt mit dem Reizdarm kommt, und es sind sehr, sehr viele Menschen, die einen Reizdarm haben, und es ist für Ärzte unglaublich unbefriedigend zu behandeln, wenn dieser Aspekt nicht mit reingenommen wird. Wenn ich dem sage, du respektierst deine Grenzen nicht oder passt nicht auf, dann schicke ich den nach Hause, der ist so hilflos wie vorher. Meine Erfahrung ist, dass diese Manifestation der Grenzverstörung auf traumatische Vorerlebnisse zurückgeht. Es gibt da so Fälle, ich hatte eine Buchlesung, danach kam eine sehr gut hergerichtete blonde Frau auf mich zu mit zwei hübschen Töchtern an der Seite, die so 14 und 16 waren, und wollte mich gerne fragen und sagte, die haben Colitis ulcerosa. Und dann sprudelte sie los, was die armen, kranken Kinder alle schon für Therapien hatten. Ich bin dann nicht ganz nett, sondern frage dann, wie geht es Ihnen denn mit der Krankheit Ihrer Tochter oder Ihrer Töchter? Dann kommt so ein Stutzen, weil ich in dem Moment den Fokus von der Krankheit der Kinder auf die Mutter lege, denn die ist ja meine Ansprechpartnerin, die fragt mich. Und dann kamen wir ziemlich schnell im Gespräch auf das eigentliche Thema, was nämlich bei ihr lag und sie dann auch in Tränen hat ausbrechen lassen. Und das war bildlich dafür, dass solche Grenzüberschreitungsthematik ganz, ganz häufig zugrunde liegen hat, eine familiensystemische Störung. Und das ist ein Hinweis für alle, die eine Darmkrankheit haben, dass man dann wirklich im Familiensystem guckt. Also gerade pubertierende Kinder mit Colitis ulcerosa ist immer ein Problem der Familie und meistens der Eltern selber, die irgendwo in ihrer Biografie sehr früh Mangel an Fürsorge, an Liebe, an Zuwendung oder Schlimmeres erlitten haben. Grenzüberschreitungen haben ja ein weites Spektrum und leider leben wir in einer Zeit, wo diese persönlichen Grenzen nicht nur durch die digitalen Medien, sondern auch durch eine allgemeine Gesellschaftsentwicklung immer weiter so verschwimmen, dass der Staat in die persönlichen Themen eingreift, ist ja ein schlechtes Vorbild eigentlich, weil das auch eine Grenzüberschreitung ist, wenn man staatlicherseits Gesundheitsthemen jetzt reguliert und die Verantwortung dann an sich nimmt. Das ist ja sinnbildlich dafür, dass ein Erziehungsberechtigter im Kindesalter übergriffig war einem Kind gegenüber und schlimmstenfalls tatsächlich in einer Missbrauchssituation entstanden ist. Also das sind Dinge, wo man dann hingucken kann, weil ein Baby, was da liegt auf dem Wickeltisch und dann von jemandem, der als Vertrauensperson in der Umgebung vorkommt, ja, das sind ganz heikle Themen. Ja, wenn man das anspricht, muss man sehr, sehr behutsam sein. Da kann man Dinge auslösen, die man so mal eben, wenn man sagt, hier, du hast ein Grenzthema, nicht mehr beherrschen kann. Das gehört in einen therapeutischen, behüteten und geborgenen Kontext. Dass dann ein Baby ein Missbrauch erlebt, an den der Erwachsene sich ja gar nicht mehr erinnern kann. Und durch die fehlende Erinnerung, aber die stattgehabte Traumatisierung sich dann am Darm niederschlägt. Es ist sehr häufig, dass im Rahmen einer Darmbehandlung dann so schrittchenweise das hochkommen kann. Aber das braucht eine ganz behutsame, sehr Geborgenheit gebende Betreuung. Es braucht eine gute Unterstützung auf der medikamentösen, also ich rede dann von Heilpflanzen, ja. Also auf einer sehr sanften Medizin, die aber sehr wirksam ist und nicht so rabiat wie Darmreinigungsprozeduren oder Abführmittel oder so brutale Dinge. Das ist nicht das Thema. Das ist dann wieder eine Grenzüberschreitung, die man dann mit sich selber macht. Ja. Aber diese Grenzüberschreitungen im frühen Leben, die schlagen sich sehr, sehr gerne im Darm nieder und manifestieren sich später als chronisch entzündliche Darmerkrankungen in allen Facetten, in unterschiedlichen Ausprägungen. Und da ist es wichtig, mit sehr viel Selbstfürsorge auch dran zu gehen. Ja, und
gerade bei diesen Colitis ulcerosa betroffenen Menschen, wenn die im späteren Leben, das sind oft sehr leistungsfähige Menschen, weil die einen Mangel an Liebe und Fürsorge hatten und dann versucht haben, in einer Überlebensstrategie auf sich aufmerksam zu machen durch Leistung. Das war dann die einzige Strategie, die dann ermöglicht hat, dass man überhaupt noch wahrgenommen wurde, was aber eine Einseitigkeit für den Menschen ist, die langfristig auch nicht gut tut und sich dann auch wieder im Verdauungstrakt spiegelt. Ja, extrem wichtiges Thema vor allen Dingen, weil man ja eben oft auch dann die Erinnerung eben verloren hat, ja, weil es ja eben in den ersten 3 Lebensjahren und man, ja. Ja, oder auch später im Leben verdrängt wird. Es ist ja so, dass ein kleines Menschenkind, was so ganz offen ist für diese Erwachsenen, die für es da sind, der Missbrauch geschieht durch Naheliegen. Das ist nicht irgendein Fremder auf der Straße in der Regel, sondern das ist der Opa, das ist der Onkel, das ist sogar die eigene Mutter beim Kind, habe ich neulich bei jemandem gehört. Da wird einem ja ganz anders und es ist ein kollektives Verdrängungsthema. Das will auch keiner hören und das will auch keiner haben. Und wenn das jemand aufdeckt und in der Familie kundtut, wird derjenige dann wieder zum Buhmann gemacht. Mhm. Ganz, ganz schwierig. Also es ist wichtig, das, sage ich nochmal, in der Geborgenheit dann auch aufzudecken und dann erstmal gut zu gucken, für sich selber zu sorgen, bevor man dann damit nach außen geht. Aber das sind ja Personen, zu denen man ein Vertrauensverhältnis hatte. Und dann geht so ein Menschenkind in den Schockzustand. Das heißt, der feinstoffliche, unsichtbare Teil des Körpers löst sich ab vom Stofflichen und kommt dann vielleicht zurück, vielleicht auch nicht. Manche Leute leben dann dauerhaft in diesem gelockerten Zustand. Aber dann kann man sich, wenn man so im Schockzustand war, während Todstellreflex in diesem Erleben und kehrt dann zurück, dann ist die Erinnerung auf einer anderen Ebene. Die hat man dann auf der tüchtigen Erwachsenenebene später nicht verfügbar. Das kommt dann vielleicht so scheibchenweise. Eine Frau hatte ich, die ist buddhistisch dann orientiert gewesen, ist in Meditation regelmäßig gegangen und hatte auf einmal ein Flashback und kriegte plötzlich die Erinnerung, wie sie als Baby von ihrem Vater missbraucht worden ist. Ganz, ganz. Ja, da muss jemand da sein, auf professionelle jeden Fall. Ja. Unterstützung ja. nötig ja. in solchen Situationen. Das sage ich bewusst, damit man nicht mit sich selber rumexperimentiert, damit man aber auch gnädig mit sich ist und nicht, weil man als Kind oft dann sich mit dem Täter identifiziert hat, wenn das der Onkel von nebendran war, der einem dann immer Uhren geschenkt hat, jetzt den Jungs und Spielzeug oder Mädchen, also es ist ja für beide Geschlechter gleich, dann immer mit dem Verbot drüber zu reden, ne, und solche Dinge, dass man weiß, wenn ich jetzt eine chronisch entzündliche Darmerkrankung habe und kann die jetzt nicht zurückführen auf eine toxische Belastung, auf Ernährungsstörungen oder akuten Stress, Examen oder sowas, dann hat man halt Schiss, dann kriegt man halt Durchfall oder man hat Angst, dann verstopft es, also das gibt's ja auch alles. Aber dann ist es wichtig, dass man einfach weiß, es kann sein, dass ich früher mal etwas erlebt habe, was dem zugrunde liegt und dann lohnt es sich, sich ganz behutsam auf den Weg zu machen. Also das ist wichtig, dass man weiß, dass da eine Perspektive für die Heilung liegt. Wenn man dann die Bereitschaft hat, sich auf den Weg zu machen. Die Bakterien helfen einem dabei. Ich wollte gerade sagen, oder? Ja. So eine schonende Hilfe, nicht so eine radikale, sondern wenn ich so deine Interviews, die wir jetzt haben, habe ich so das Gefühl, die Bakterien, die sind ja für uns und nehmen uns so langsam mit auf diese Reise der Heilung. Ja. Die unterstützen uns, begleiten uns, helfen uns. Es ist ja so, die Kraft der Absicht ist eine wirksame Kraft. Wenn ich jetzt die Absicht habe, das zu verdrängen und ich gehe zum Arzt und ich will ein Medikament, damit das weggeht, was mich da stört. Das ist eine bestimmte Absicht, dann kann ich das so lange machen, bis ich keine Lust mehr habe. Das wird nicht funktionieren. Das geht gut eine Zeit lang und dann kommt's wieder. Das kann man endlos praktizieren. Ich habe ja eine Zeit lang Telefonberatung gemacht, dann gab es einen Anruf von einer Dame, die Termin macht, haben wir dann telefoniert und die dann loslegte und sagte, ja, ich habe diese Symptomatik seit 1983, also das war dann Jahrzehnte später, dass dieser Anruf jetzt stattgefunden hat. Und ich hatte eine Lebensmittelvergiftung, dann hatte ich die Salmonellen, dann hatte ich die Clostridien und dann hatte ich die Epstein-Barr-Virus und dann hatte ich die Shigellen und dann hatte ich Campylobacter und sie zählte die ganzen Bösewichte dann alle auf und sowas. Und war gar nicht mehr einzukriegen, was sie alles an Therapien und alles dann aufzählt. Dann wird einem dann schwindelig, was sie alles gemacht hat und sowas. Und jetzt wollte sie von mir wissen, die effektiven Mikroorganismen würden jetzt ganz bestimmt helfen. Und das war jetzt ihre Rettung. Beziehungsweise sie fragte dann auch, ob sie eine Stuhltransplantation machen lassen sollte.
Das ist so der Wunsch, etwas loszuwerden, dann kommt das mal alles weg und was anderes hin, dann ist alles wieder gut. Das ist natürlich plausibel, dass man den Wunsch hat, aber funktionieren tut's nicht. Und als ich dann merkte, was da so alles kam und behutsam, und dann sehe ich ja, es ist keine Lösung, jetzt ein paar Bakterien zu schlucken bei dieser Vorgeschichte. Ja. Weil alle Ärzte, bei denen ich war, haben sich bemüht, alle Naturheilverfahren wurden ausprobiert, immer gab es einen Ansatz und dann funktioniert nicht. Das ist ein Alarmsignal, da muss man auf eine andere Ebene gehen und gucken, was spiegelt sich denn in diesen ganzen Phänomenen. Da wird man auf dieser Phänomenebene, kann man richtig zum Opfer werden als Arzt. Ja, man kann richtig in die Falle geraten von solchen Patienten, die können einen jahrelang beschäftigen. Mhm. Und man beschäftigt sich in diesem kollektiven Verdrängungsprozess, wo Patient und Arzt nicht hingucken wollen, mit viel Unzufriedenheit, mit viel Nörgelei, Zeit, Energie, alles sehr, sehr unbefriedigend. Und dann habe ich ihr ganz behutsam angeboten mit der Frage, was sie denn dazu denken würde, mal auf einer anderen Ebene zu schauen, ob nicht da auf einer anderen Ebene auch ein Heilungsweg möglich wäre. Da war vorbei. Mhm. War vorbei. Also sie hätte ja gleich gewusst, dass es mit mir nichts wird, weil auf meiner Website stünde da auch was von Tempeln. Ich mache Führungen zu römischen rekonstruierten Tempelanlagen bei uns in der Eifel. Ach, cool. Das würde mit ihrem katholischen Glauben gar nicht in Einklang gehen. Und dann hat sie das Telefonat beendet. Mhm. Da ist das Trauma so groß, dass so eine kleine Frage von mir, die nur in diese Richtung geht, schon zu viel ist, weil sie komplett abblockt. Nicht? Ja. Das tut einem dann leid, dann dauert es noch, bis sie soweit ist. Auch gut, jeder kann jederzeit wieder Heilung finden. Aber so schlimm kann ein dahinterliegendes Trauma sein, dass der Mensch bei einer Frage, die in die Richtung geht, schon Rollladen komplett runterlässt, Vorwürfe macht, Schuldzuweisung und Schluss ist. Ja, man ist. Merkt auch immer die Reaktion, gell? Ja. Dann denke ich, oh ja, jetzt haben wir den Punkt erwischt. Ja. Ja, und nicht jeder ist jede Zeit bereit. Also, dass wir hier jetzt sitzen und darüber sprechen, da geht es ja darum, den Menschen, die wirklich alles versucht haben und nicht wissen, dass es diese andere Ebene gibt, dass der Darm die Seele spiegelt, dass der Darm die Spiegelung dafür ist, dass da von dem verinnerlichten Außen etwas in den eigentlichen Blutraum, den Träger meiner Persönlichkeit, Person heißt Personare, hindurchklingen. Ja? Persönlichkeit heißt, da klingt etwas durch mich hindurch, da bin ich angeschlossen, eine kosmische Musik. Und das durch mich hindurch möchte auch klingen. Und wenn das durch die Person nicht durchklingen kann, weil da bei diesen Übergängen, die mich mit der Welt verbinden, etwas nicht stimmt, ja, dann ist es wichtig zu gucken, wo ist denn da mal der Rollladen runtergefahren und wie kann ich den liebevoll wieder hochziehen und das, was dahinter ist, anschauen. Denn wenn man ein kleines Kind ist und abhängig ist, braucht man zu essen, man braucht zu trinken, man muss versorgt werden und man ist 100% abhängig von der Welt, in der man ist. Wenn in diesem Abhängigkeitsverhältnis in den ersten Lebensjahren so eine grundlegende Traumatisierung durch eine Grenzüberschreitung stattfindet, dann ist der Schmerz ungeheuer groß. Man weiß es später nicht. Jetzt wächst der Mensch und wird erwachsen, dann wächst dieser Schmerz proportional mit. Und das, was einem, ich sag's jetzt mal so bildlich, als kleines Baby so groß kam, ist als großer Mensch unendlich groß, obwohl das immer noch so groß ist. Und das ist die Schwierigkeit, dass im emotionalen Gedächtnis dieser Schmerz so unendlich groß ist, dass man riesen Angst davor hat, da dran zu gehen und dann einen gut ausgebildeten Gesprächsbegleiter braucht, der einem auch das Vertrauen vermittelt, dass das gar nicht so groß ist, wie es mal war. Weil es ist Vergangenheit, man hat es ja überlebt. Man ist ja hier im Hier und Jetzt. Man kann gucken, das ist eine Erinnerung, die ist im Zellgedächtnis womöglich abgespeichert. Das kann man transformieren, man kann das in Verwandlungsprozess bringen, das kann sich auflösen und man kann befreit davon weitergehen. Ja, das wäre dann die Heilung auf mehreren Ebenen. Unbedingt, das ja. Schon. Und das braucht es. Also jeder, der eine chronisch entzündliche Darmerkrankung hat, also jeder, der mir bis jetzt über den Weg gelaufen ist, hatte immer auch ein Thema auf der anderen Ebene. Wenn auf der oberflächlichen Ebene diese Grenzüberschreitungen im Alltag dann immer noch stattfinden, weil der Chef, die Sekretärin immer tätschelt,
dann muss man auf der Ebene natürlich auch Konsequenzen ziehen und sagen, der Job ist jetzt nicht der, ich verdiene da zwar gut, aber entweder ich stelle mich hin und sage, so nicht, ein Nein ist ein Nein. Das kann man auch üben, da stellt man sich mal irgendwie vor eine Gummipuppe oder einen Kleiderschrank und übt das Nein mal, theoretisch, damit man es im entscheidenden Moment, dass man dann aufsprengend dem Chef gegenüberstehen kann, so nicht, nicht mit mir, hören Sie auf, nie wieder, sonst kündige ich oder so. Das kann man ja üben, das muss man geradezu üben, weil man im Moment erschrickt man ja so. Ja, wie man geht ja wieder zurück in die alte Urstarre. In diese Schockstarre. Das ist ja die Info, die noch gekoppelt ist. Ja, genau, also deshalb kann man das üben oder an der Haustür für sich, an der Zimmertür mal üben, wie man reagiert, wenn man die Tür aufmacht, wenn jemand kommt, der einen die Grenzen überschreitet, Vermieter oder so. Dass man das üben kann oder auf dieser Alltagsebene Konsequenzen zieht. Da war mal eine Familie, die Frau war schwer darmkrank, die konnte nur noch Reis und Bananen essen, blutigen Stuhl und da ging gar nichts mehr. Die wohnten in einem Haushalt, die Schwiegereltern unten wohnten und die wohnten halt mietfrei, das ist verlockend, ne? Aber die Schwiegermutter trampelte, also sage ich mal, immer über alle Grenzen rüber, der Schlüssel steckt, sie durfte immer rein, hat dann mit den Enkelkindern gespielt, die Schwiegertochter stand daneben und war nicht so beliebt, es ging nur um die Enkelkinder, die war also permanent gekränkt und verletzt und grenzüberschreitend, da hilft dann nur noch ausziehen. Also entweder die Schwiegereltern respektieren das und der Schlüssel steckt nicht mehr draußen und sie klingelt und sie hat das Recht, Nein zu sagen, oder man muss ausziehen und dann halt Miete zahlen. Ja. Das ist die Frage, was einem wichtiger ist. Also die Alltagsebene muss man dann schon auch berücksichtigen, aber vor dem Hintergrund, dass da auch eine tiefere Ebene der Heilung bedarf. Der Gegenpart zu der Entzündung oder dieser Durchfallgeschichte, es gibt ja auch noch viele Menschen, die unter Verstopfung leiden. Mhm. Wo man ja auch oft hört, oh, ich nehme schon seit Jahren Abführmittel und habe dadurch jetzt andere Erkrankungen bekommen. Was ist aus deiner Erfahrung da bei diesem Festhalten, nicht loslassen? Das können Schockerlebnisse sein. Also eine Frau, deren Fall ich schon mal geschildert habe, war mit 18 unschuldig in der damaligen DDR ins Gefängnis gesteckt worden und sehr traumatisiert durch diesen Aufenthalt dort und dieses unschuldig da, also traktiert werden und hatte von da ab Verstopfung und war 65, als sie bei mir in Kurs kam. Und hatte dann durch diesen Unterricht zum Thema Darm und dem Umgang mit den Bakterien, da reichte eine Woche lang die Anwendung der effektiven Mikroorganismen, da war ihr Problem gelöst. Da hatte ich aber im Seminar auch über die verschiedenen Ebenen gesprochen. Sie hatte nichts gesagt, sie kam dann nur beim nächsten Kurs an und sagte, heute muss ich was erzählen. Ja, bitte. Und dann erzählte sie überglücklich, dass sie jetzt mit 65 ein Problem gelöst hat, was sie seit dem 18. Lebensjahr geplagt hat. Und die hatte alles ausprobiert. Und da war auch dieser Schock mit dem Festhalten und Verkrampfen. Und natürlich kann man den Darm auch zum Beispiel durch eine osteopathische Behandlung liebevoll behandeln und durch Ölmassagen und wirklich auch die Energien, die dann da manifestiert sind, mobilisieren, aber auch behutsam, bitteschön, nicht radikal. Manche schamanische Prozesse sind dann so radikal, dass die Leute dann einen Trauma woanders kriegen. Der Bauch ist wieder gut und der Rest ist nicht mehr gut. Aber dass man auch weiß, dass alles von sich aus heilen kann. Der Körper hat in sich selbst diese Fähigkeit, in die Heilung zu gehen, weil wir eigentlich als ganze Menschen gemeint sind. Wir sind eigentlich glückliche, strahlende, lichtvolle Menschenwesen, Kinder. So, ne? Meistens ein bisschen davon entfernt, aber das steckt in uns drin, das können wir wecken. Und wir können uns da behutsam von dem, also den Ballast, als dass wir das dann empfinden, wenn wir so traumatisiert werden, in die Balance bringen. Nicht weghaben wollen. Abführmittel ist ja sowas, das soll weg. Ja. Natürlich werden wir es gerne los, funktioniert nur nicht. Es geht darum, die Dinge in die Balance zu geben. Es hat viel auch mit Akzeptanz zu tun. Im Hiersein, in die Präsenz gehen, in die Ruhe gehen, mit sich gut sein können. Ich mag Musik sehr gern, Klangschalen auf den Bauch legen und solche Dinge. Oder überhaupt Musik machen, singen, solche Dinge. Also gibt es ja viele, viele Möglichkeiten, da auf eine sanfte Weise sich wieder in Bewegung zu bringen. Und die Mikroben unterstützen das in eine wunderbare Weise, unterstützen auch diese Seelenprozesse, ja, weil sie dieses feine, lebendige, harmonisierende haben. Kann man sich auch mal ein Vollbad mit effektiven Mikroorganismen lesen. Superschön. Super, ja. Du praktizierst ja nicht, dass die Menschen jetzt denken, die können dich jetzt alle anrufen und fragen, so, was gibt's denn da? Ich habe hier dies und das. Das kann ich neben meinem Beruf ja nicht deswegen leisten. Deswegen vielleicht einfach nochmal für unsere Zuschauer Möglichkeiten, wo können sie sich nochmal intensiver, ich meine, du hast tolle Bücher geschrieben oder welche therapeutischen Ansätze systemisch
dass man einfach ein bisschen was an die Hand bekommt. Also ganz sicher, ohne das Buch, dich jetzt anrufen zu müssen. Ja, vielen Dank. Nein, das kann ich nicht leisten. Also das Buch Darmbakterien als Schlüssel zur Gesundheit wäre auf jeden Fall eine ganz hilfreiche Lektüre für alle, die darmkrank sind, weil ich das Thema da auch anspreche und mal so einen Fragenkatalog drin habe, wo man gucken kann, was ist eigentlich los mit mir und die Zusammenhänge versteht, was das mit Ernährung zu tun hat und auch mit Lebensführung und so. Dann plädiere ich dazu, wirklich mit sich selbst und dieser Frage zu leben und so, wirklich für sich als Frage zu formulieren, wie will ich jetzt weitergehen, was ist meine eigentliche Frage, und wenn die Frage lautet, wo finde ich einen guten Osteopathen, wirklich mit sich und seinen allen guten Geistern, die einen begleiten, diese Frage in den Raum stellen und gucken, was einem begegnet. Ich stehe ja immer für eine individualisierte Medizin, deshalb kann man jetzt nicht sagen, für den ist das, 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 das. Es gibt die Pflanzenheilmittel, also da gibt es gerade entzündungsheilende Mittel von, das ist eins meiner Favorites ist Curcumin Logis plus Boswellia zum Reduzieren der akuten Entzündung. Und das Kolibiogen, das ist auch aus der alten Mikrobentherapie. Das kann man dann jetzt einfach mal so auf der körperlichen Ebene, wenn man guckt, dass man da einfach die Entzündung mal reduzieren möchte, dass man, das ist jetzt eine Information für die Ärzte auch vor allen Dingen, ne, dass man da guckt mit den Mitteln dieser Entzündung, ohne dass man da mit Cortison eingreifen muss, kann man mit den Mitteln da ganz gut die Entzündung, die akute Entzündung reduzieren. Bei Verstopfung reicht es oft auf der körperlichen Ebene mit den effektiven Mikroorganismen wirklich behutsam anfangen. Das wäre dann in dem Buch Natürlich heilen mit Bakterien genau beschrieben. Das wird sich lohnen. Und dann gucken, wo ist meine Frage, wo ist mein, in welche Richtung geht mein Thema? Meistens hat man schon eine Ahnung, weil man schon Erlebnisse hatte. Und wo finde ich jetzt in der Welt, in der ich lebe, einen Menschen, dem ich vertraue, mit dem ich das mal anschauen kann? Das, wenn man den Entschluss fasst, ich will mich da auf den Weg machen, dann kriegt man auch die Hilfe, die kommt dann auf einen zu. Ja, schön. Toll erzählt, beschrieben und vielen Dank. Ich glaube, es war ein wichtiger Einblick auch nochmal in die ganzheitliche Sicht, auch außerhalb der Studienwissenschaft, sondern wirklich auch deine langjährige Erfahrung, auch mit Menschen zu arbeiten. Ich meine, da steht und fällt natürlich auch ganz viel an. Ja, und gerade dieser Blick aufs Familiensystem, da fällt mir, wenn die Zeit gerade noch ist, fällt mir eine Frau, die in einem Vortrag in Österreich in der letzten Reihe saß, junge Frau mit kleinen Kindern, die war so krank, die hatte nicht nur Darm, sondern Gelenke und fürchterlich. Und alles probiert und nichts hat geholfen. Und der habe ich dann auch damals ausnahmsweise mal angeboten, dass wir telefonieren, weil ihm es in der Seele so weh getan hat, auch weil sie ihre Kinder kaum noch versorgen konnte und kaum noch essen. Und dann kam tatsächlich heraus, wir sind dann detektivisch vorgegangen, was war da im Familiensystem so gravierend, was sie da trägt. Und dann kam raus, was niemand wusste, dass ihr Großvater im Nationalsozialismus an der Euthanasie beteiligt war. Und das war so ein dicker Brocken im Familiensystem. Und nie hatte er darüber gesprochen, natürlich nicht. Ja, hat vielleicht am Ende des Lebens selber oder vorher gemerkt, dass das nicht so ganz das Gelbe vom Ei war und dann nie. Aber so Geheimnisse in der Familie, verschwiegene Thema, irgendeiner, der sich das Leben genommen hat, ein uneheliches Kind, abgetriebene Kinder, die spuken ja alle, ich sag mal spuken, weil sie unsichtbar sind, die leben irgendwie mit. Und das sind Themen, die machen sich an einem sensiblen Menschen fest. Und dann braucht man geradezu ein detektivisches Vorgehen, damit man das in die Versöhnung, in die Heilung, in den Frieden gibt, indem man es anschaut und sagt, aha, ja, so war es. Nicht beurteilen und sagen, irgendwie so, und nicht auf Knien irgendwie Vergebung, sondern wirklich anschauen und sagen, ja, anerkennen, dass es so war, und den Rest dem lieben Gott übergeben. Und dann passiert da schon eine große Erleichterung. Mhm. Also da, auf der Ebene gibt es viel zu tun. Ja, danke schön dafür. Dass du das ansprichst und ja, ich freue mich auf weitere Interviews mit dir und vielen Dank für dein Wirken. Gerne. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten auch wieder einiges mitnehmen. Es ist so wertvoll, auch diese ganzen Krankheiten doch aus verschiedenen Ebenen anzuschauen und umso wertvoller natürlich auch, wenn Ärzte bei uns zu Gast sind, die auch diesen Weitblick mitbringen und für uns öffnen. Vielen Dank fürs Zuschauen, wunderschöne Zeit und bis bald. Tschüss.